die Musik spielt im Hintergrund. Es ist wieder friedlich hier. Gerade hatten wir eine größere Meinungsverschiedenheit mit den Behörden hier. Wir haben sie immer noch. Hurensohn? Du hast mich angegriffen. Okay, die Episode fängt ja schon wieder an. Ich habe den eigentlich noch gar nichts richtig getan. Ich verteidige mich nur selber. Das Radio wird nicht angezeigt, schade. Wir sind eigentlich auf der Suche nach Elisabeth, aber natürlich will ich trotzdem wissen, was hier passiert. Das ist der Moment, den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar. Aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Die Zielperson unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Stirbt sie, stürzt sich der Vogel auf uns. Und der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Das war schon die sechste Zigarette. Das Warten ist unerträglich. Ich nehme jetzt spontan an, das ist die Dame, die uns vorhin angesprochen hat, ob wir Annabelle seien. Und wir sehen ja, hier wurde die Fahne vorbereitet. Oder der Zugriff. Wo ist sie? Ja, und jetzt wollen wir es wirklich herausfinden, wo sie hin ist. Toll. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Läuft ausschließlich mit Fink Industries Shock Jockey. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite des Büros, wo uns die Falle gestellt wurde, die ja nicht ganz geklappt hat. Auch das nehmen wir dankend an. Ich baue weiter das Schild aus. Ich weiß noch nicht, ob ich in der Zwischenzeit von euch eine Mitteilung bekommen habe, den Schwierigkeitsgrad zu ändern. Das Schild ist wohl am sinnvollsten bis eben bis zum 1999er Modus. Da würde ich jetzt eher die Lebensenergie aufbauen. Weil da geht's so verflucht schnell. Kalte müssen wir jetzt nicht essen. So langsam schwimme ich also wirklich im Geld. Ich komme aber auch nicht dazu, das auszugeben. Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Columbia nach seinem Willen und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. Geld aus Washington. Also, die Stadt wurde eigentlich mit Hilfe Amerikas gegründet und hat sich dann abgesondert. Hier oben ist sie. Bleib einfach, wo du bist! Bleiben Sie mir vom Leib! Hey, komm zurück! Ach, Elisabeth. Ich komm gleich zu dir. Hier noch kurz abschließen.
Jeder Dollar zählt. Es wäre schön, es würde mal der richtige Apparat kommen. Ach, von der Seite kann ich gar nicht einsteigen. Laufen wir lieber, sonst bekommt sie noch das Gefühl, wir würden ihr nachrennen. Ich glaube, ich wechsle auch die Hand. Spätestens jetzt hätte sie Angst. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Elisabeth, kann man dir helfen? Scheint ein bisschen Angst zu haben vor uns. Sie haben diese Menschen getötet. Ich kann es nicht fassen. Sie sind alle tot. Sie haben sie umgebracht. Elisabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was? Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Eins habe ich gelernt. Wenn du nicht als Erster ziehst, ziehst du gar nicht mehr. Sie bluten. Kommen Sie. Ah. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht? Ich weiß es nicht. So. Das fröhliche Lächeln ist leider schon verschwunden. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich, sie fürs Diesseits zu bewahren. Das ist schon fortgeschrittenes medizinisches Wissen. Gesundheit für später. Geschenk. Noch mehr Gesundheit. Müsli. Und ach, es ist doch einfach immer wieder enorm atmosphärisch. Wie schön das hier ist. Das Wasser, das nach unten fließt. Und hier hinten sieht man sogar ein bisschen, seht ihr das? Ein bisschen tatsächlich, wie hoch wir eigentlich sind. Enorm schön, enorm schön. Gehen wir kurz die andere Seite anschauen. Ob es hier was gibt. Nur Bohnen. Und hier hat offensichtlich jemand die Vogeljagd betrieben. Battleship Bay. Das war's damit. For pint-sized petroids. Schauen wir gleich an. So viel bringt jetzt dieses Vergrößerungsglas auch nicht. Im ersten Moment. Oder übersehe ich etwas? Seht ihr etwas, was ich nicht sehe? Wir scheinen gerade hier angekommen zu sein. Von unten.
hoffe, dir ist das recht, Elisabeth, dass wir uns hier zuerst mal umschauen. Bevor wir hier die Battleship Bay verlassen. Ich könnte euch immer noch was über die Pinkertons erzählen, aber ich lese lieber vor, was hier steht. Soldiers Filed. Sie glauben, dass das Mädchen einer Prophezeiung entstammt. Die Leute sterben für ihren Glauben. Oder sie töten dafür. Ja, zu den Pinkertons komme ich dann noch. Ich glaube, die werden sogar noch angesprochen. Es hat schon seine Begebenheit damit. Kindertaugliche Propaganda. Wenn ich ein paar richtige Lockpicks finde, kriege ich die Tür vielleicht auf. Ich habe auf der anderen Seite was Interessantes gesehen. Wie brauchst du denn? Ach, eins. Wir haben gerade eins gefunden. So ein Zufall. Kriegst du das auf? Einer muss Schmiere stehen. So. Mach nur. Geld. Noch mehr Geld. Hier. Na dann. Ich bin gerade innerlich am Überlegen, soll ich jetzt tatsächlich mal den Schwierigkeitsgrad wechseln, aber an der Menge an Geld ändert das im Moment wenig. Nochmal Schild. Gut. Karabiner-Munition. Der Karabiner ist eh meine Lieblingswaffe. Wir haben sie zwar noch nicht, aber... Noch mehr Karabiner. Benötigt 5 Lockpicks. Oh, da ist er ja. Ach, noch wenig Munition im Moment, aber ich hoffe, das wechselt noch. Der Tresor... braucht 5 Lockpicks. Da werde ich noch warten müssen. Hier ist mal das einer. Soll doch. Ich glaube, das ist interessant. Oh, zu dem kommen wir gleich. Danke für den Hinweis. Ach, oh je, Rassenreinheit. Richtig sympathisch. Dann lauschen wir mal. Die Zeit im Comstock House war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausbringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Es schien ja eigentlich gut angefangen zu haben. Genau, gleich wie sie gut angefangen hat. Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Ich werde das später noch machen. Ich will zuerst hier fertig erkunden. Irgendjemand muss diese Birnen auf jeden Fall auswechseln. Oh. Lebensdauer scheint ja irgendwie nicht zu klappen. Soldiers Field, erbaut 1903 von der Hand unseres Propheten. Was interessieren einen Propheten Jahrmarktbuden und Karusselle? Das Ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Staat zu gewöhnen. Du meinst ans Militär? Lernt ein Kind auf dem rechten Pfad zu wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Ich kann euch nicht sagen, von wem das ist.
Eine Stadt im Himmel? Unmöglich. Die Grand Dame der Wissenschaft demonstriert ihr Wissen. Was bringt das Ganze zum Fliegen? Raketen? Ballons? Quantenmechanik, sagt die kleine Lady. Wir tippen eher auf weibliche Institution. Ja, ich denke auch, hier sind wir jetzt durch. Noch ein Lockpick. Wir sind jetzt bei 3. Und ich glaube, du verkaufst jetzt mal was anderes, oder? Endlich! Einen Schadensboost für die Maschinenpistole kaufen wir. Und wir hätten noch eine Magazinvergrößerung für die Pistole. Kaufe ich nicht. Benutze sie eigentlich später praktisch nicht mehr. Ich kauf's dann. Für die Kasse. Schon wieder Geld? Ich kauf das später. Versuchen Sie es aufzudrücken. Wenn mir das Geld wirklich nicht mehr wichtig ist, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Shock Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Bei Tomb Raider hätte ich, oder Tomb Raider hätte ich mir jetzt ein Ass gedrückt mit diesem Tor aufmachen. Und hier geht das zu einfach. Wie schön wäre doch das, wenn es doch immer so wäre. Stattdessen betreten wir lieber ein neues Gebiet. Da ist sie, die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Welcome to Soldier's Field. Stehlen kann Konsequenzen haben. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Was für eine Frage. Wir sind schwer bewaffnet. Natürlich sehen wir uns zuerst um. Night Songbird Patrols the Sky. Okay. Das kennen wir, glaube ich, noch nicht. Der mächtige Songbird wacht am Horizont oder am Himmel. Fürchtet euch nicht, brave Bürger Kolumbias. Der wahre Patriot hat vom Songbird nichts zu befürchten. Ich finde es immer so schön, wenn die diesen alten Filmen oder in überhaupt in Filmen dieses gestellte Handzeichen nach oben. Eiscreme. Hot Dogs! Heiße Hot Dogs! Wir haben Dogs für Boys, Dogs für Girls und für alles dazwischen. Heiß, brandheiß, hier gibt's Hot Dogs! Was gibt man kleinen Patrioten? Was ist patriotischer als ein Hot Dog? Holt euch Hot Dogs! Holt euch Hot Dogs! Hier! Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Ach, jetzt lass uns doch in Ruhe. Holt euch Hot Dogs, hier! Hot Dogs! Heiße Hot Dogs! Wir haben Dogs für Boys, Dogs für Girls. Was gibt's da unten zu sehen? Nix. Komm, wir schauen mal, ob unsere hier eiskalte kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches Wunder. Kosten Sie selbst? Ich nehme einen. Wer sind Sie, Mr. DeWitt? Wie alt sind Sie? Südlich der 40, nördlich von dir. Schön gesagt. Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Der ist schon wieder weniger schön. Ich könnte jetzt von der Registrierkasse hier stehen.
Ich werde das noch nicht machen, denn ich möchte ja mit ihr zuerst einen Stadtrundgang machen. Elisabeth? Hast du Lust und auf Eis? Mr. DeWitt, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Ja, wir haben ein bisschen mehr aus dem Privatleben. Ach, wirklich? Wenn wir nicht aufpassen, kriegen wir solchen Ärger, das hätten wir uns nicht träumen lassen. Von Hotelpagen und Spülerinnen? Ach, Edward, du musst deine blühende Fantasie wirklich mal zu etwas Nützlichem einsetzen. Als hat er offensichtlich die Uniform angezogen. Ich glaube, das ist doch der Kerl von Beginn, der mit der Mutter das Gespräch hatte. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu alt für das Zielpublikum. Also auch hier wieder, wir sehen's. Comstock-Kadets dienen hier auch eher als Vorschulung. Nee, wollen wir nicht. Aber wir machen dafür wieder mal das. Wir unterbrechen unsere Sendung kurz für ein stilles Gebet für die Opfer der heutigen Ausschreitungen. Jetzt bin ich unsicher. Betrifft das mich? Alter Seemann, lass die Kraft namens Sog den verhassten Albatros vernichten. Booker, da drüben ist ein Lockpick. Wo? Ja, danke, dazu komme ich gleich. Lass mich kurz mal hier noch sehen. Krähenfallenhilfe. 1485 bewirkt, dass die Opfer von Killerkrähen zu Krähenfallen werden. Das wäre natürlich auch eine Idee. Teufelkusshilfe fügt Mini-Cluster für einen größeren Wirkungsbereich und mehr Schaden hinzu. Was nehmen wir? Krähenfallen oder Teufelskuss? Ich würde sagen, wir arbeiten mal mehr mit Krähenfallen. Wo kommst du jetzt her, da unten? Moment mal, Entschuldigung. Ich hätte gern ein bisschen von meinem Rückgeld noch. So. Ihr merkt, ich gehe von links nach rechts durch. Oder ich versuche es zumindest. Brauchen wir Geld? Ja, immer. Sehr. Jetzt sowieso wieder. Soll ich Ihnen helfen? Suchen Sie den neuen Harry Potter? Oder, Moment mal, nee, wir sind ja viel zu weit zurück. Ach, je. Was liest denn du? Ja, man kann es nicht sehen. Interessieren Sie sich für Gärtnerei, Mr. DeWitt? Wo ich herkomme, hält man nicht viel von Gärten. Und wo ist das? Da, wo es keine Gärten gibt. Oh. Ach, Mr. DeWitt. Was Charme? Ist das? Wo bist du? Was hast du gesehen?
Ach, ich nehme an, du meinst das da oben. Gehen wir natürlich gleich schauen. Lass mich noch ganz kurz hier einen Blick werfen. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das dastand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Du scheinst ja die Wache ganz ernst zu nehmen, aber ach, du bist der Anwerber. Da, Schlaukopf und Schwachkopf. Sie wissen doch. Denk dran, sei kein Schwachkopf. Wie kann man das nicht kennen? Muss was speziell Kolumbianisches sein. Oh, als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Aber sie sind ein bisschen verstörend. Okay, die Kinder sollen sich das Theater ansehen, solange sie wollen. Bis der Prophet uns Weiteres sagt. Der Prophet wird uns sagen, was wir tun sollen. Aber was sage ich den Jungs? Sie stellen so viele Fragen und ich habe keine Antworten. Die Fassade scheint zu bröckeln. Jetzt wissen wir auch, warum der da hinten so erschöpft war. Noch hier kurz. Souvenirs. Wo gibt's Zuckerwatte? Ja, und hier hat's schon zugeschlagen. A ride aus Wind is coming. Oh. Zuckerwatte, eine Wolke süßer Köstlichkeit. Zuckerwatte. Wo bist du? Ach, da bist du. Elisabeth, Zuckerwatte? Nicht? Okay, dann nicht. Die Zeit kommt, sagt sie. Bist du bereit? Und was die beiden wohl sprechen werden. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Ja, machen wir aber noch nicht. Das werden wir später noch machen. Wir sind ja noch nicht durch mit dem Erkunden. Was? Ich stelle mir gerade vor, Sie auf einem Karussell. Schmink dir das bitte gleich wieder ab. Gar nicht erst vorstellen. Gewisse Vorstellungen bekommt man nicht mehr aus dem Kopf. Gehen wir lieber hier wieder weg. Die haben mir jemand gegeben, ich versprech's. Ich hab vorher noch nie geraucht. Hey, rauch ruhig weiter, mein Freund. Ich bin kein Schutzmann. Nein. Danke, Sir. Die Spät ist im Weg. Jetzt sind wir schon bei 5 Lockpicks. Das heißt, wir könnten den Tresor aufmachen, wenn wir den wollten. Hier wird überall geraucht. Selber hallo. Die Hände so, dass ich sie sehen kann. Hallo? Hey! Ah, Sie haben unseren Verkaufsschlager entdeckt. Lisbeth? Hast du dich erschrocken? Ja, tut mir leid. Schön, was? Mit Spannhebel, aber der geht weich wie Butter. Working Heater Replica. Oh. Schießeisenkopie. Ah, sehr schön. Ich würde sagen, ich guck noch mal kurz, ob ich wirklich überall durch bin. Hast du mir noch was zu erzählen? Nicht?
Hier hinten waren wir, das mag ich mich erinnern. Hier waren wir auch, hier auch, hier oben durch sind wir soweit, ich weiß auch. Ich denke, wir scheinen tatsächlich durch zu sein. Soll ich jetzt da stehen oder nicht? Ach, ich überlege mir das nochmal. Allerdings ohne euch. Bis gleich wieder.